Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück bei Railroad hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute, ja, machen wir mal weiter. Ich habe Folgendes vor mit euch. Und zwar wurde mir empfohlen, die automatischen Fahrstraßen hier mal, den Fahrstraßenspeicher quasi, mal auszuprobieren. Das würde alles viel mehr vereinfachen und brauchen wir ja eh. Weil dann kriegen wir hier noch die Sensoren und das kaufen wir uns heute mal. Das automatische Signal, wir machen mal Pause, das automatische Signal stellt seine Fahrstraßenbefehle bei Bedarf in eine Warteschlange. Schaltet die Schaltfläche permanente Fahrstraße in der Detailansicht des automatischen Signals frei. Fahrstraßenbefehle werden in eine Warteschlange eingereiht, wenn sie nicht sofort ausgeführt werden können. Sie werden so lange zurückgestellt, bis die ganze Strecke sicher und frei ist. Okay. Das bedeutet quasi, so, verbessern, dass, wenn zwei Züge, angenommen, der Zug will hier lang und der Zug will auch da lang, dann kann ich den fahren lassen, aber den schon mal einstellen und der wartet dann, bis frei ist und dann wird das dann ausgeführt. Das probieren wir mal aus. Hier haben wir unseren Güterzug. Der will ja nach Gesundbrunnen, einmal da hoch. Der will nach Charlottenburg und dann ins Depot. Auch das kriegen wir hin. Der will nach Charlottenburg Gleis 2. Der muss hier oben lang. Genau. Genau, und jetzt kann ich sagen, der muss ja dann Berlin Hauptbahnhof Gleis 8. Ne? Und dann seht ihr, hier ist quasi eine 1 dran. Das bedeutet, dass der dann wartet, bis hier frei ist. Und dann stellt er das automatisch. Das ist natürlich wirklich eine Vereinfachung. Das ist wirklich mega. Ne? Jetzt gucken wir mal kurz. Der fährt jetzt ins Depot und dann zack. Ja, das ist wirklich super. Das ist wirklich... Das vereinfacht wirklich alles enorm. Jetzt gucken wir mal hier rein. Hier haben wir schon wieder 10 Stück. Uli-Meerstraße Grunewald. Ja, den können wir mal nehmen. Akzeptieren. Schicken wir dann hier auf Gleis 3. Genau. Dann haben wir den hier. Gesundbrunnen Grunewald Ruhleben. Der steht da ziemlich lange. Da würde ich lieber den hier nehmen. Der ist besser. Akzeptieren. Gleis 1. Schicken wir dahin. Haben wir noch was? Den nicht. Oh, Wannsee. Wannsee, Grunewald, Ruhleben. Für 16.000. Der steht da auch nicht lange. Der kann weg für 1000. Hier haben wir das Ganze nochmal. Ruhleben, Grunewald, Ruhleben. Nehmen wir erstmal den hier. Weil der steht ja echt nicht lange da, ne? Gleis 1. Und den müssen wir natürlich erstmal da hochschicken. Hier hin. So, der fährt ja ab. So, genau. Perfekt. Der möchte nach Gleis 4. Ne, der wartet dann auch. Es ist ja auch besetzt. Das ist wirklich eine schöne Sache. Wunderbar. Der möchte ins Depot holen. Einmal da rein. Das ist... Achso, jetzt ist der Güterzug, der hier wartet. Den drehen wir einmal. Der will nach Charlottenburg Gleis 3. Und dann nach Ruhleben Gleis 2. So. Perfekt.
Straße, Gleis 2. Der fährt da ja durch. Genau. Und will dann zurück zum Wannsee. Der wartet da. Der fährt ins Depot. Abgeschlossen. Und dann kann der einmal drehen. Und wenn der an die Regionalbahn durch ist. Ah ne, da kann er schon fahren. Der fährt einmal zurück. Warum fährt er nicht? Ach so, ja, logisch. Falsch geklickt. So, der will zur Heerstraße, Gleis 2. Genau. Der muss dann aber warten. Der will da hoch. Der wartet auch. Das ist doch perfekt. Charlottenburg, Gleis 4. Einmal raus. Ja, so ist das wirklich alles ein bisschen einfacher. Definitiv. Nee, der will ja zurück. So. Gleis 1. Zack. Wann kann er denn losfahren? Ach, wenn der da raus ist, genau. So, jetzt fährt er da oben auch los. Ja, das ist schon gut. Das ist auf jeden Fall eine Vereinfachung. Muss ich mich erstmal noch mal ein bisschen durchfuchsen, aber erstmal ist das Ganze auf jeden Fall eine Vereinfachung. Ich habe mir auch den Tipp gegeben, ich sollte erstmal mein bestehendes Netz optimieren, bevor ich mich hier erweitere. Der will Gesundbrunnen, Gleis 3. Und mit den Sensoren wird das Ganze dann ja nochmal eine Ecke besser. So, der ist raus. Der will da hoch. Den haben wir aber schon eingestellt. Der will ins Depot. Ja. Genau. Gleis 2. Gleis Nummer 2. So. Gleis 5. Der fährt da hoch. Er wartet noch. 16 Minuten. 26 und 10. Klar haben wir jetzt hier teilweise auch Verspätung drin, weil die Züge natürlich warten müssen. Aber ist wie es ist. Auch Gleis 2. Der will zurück nach Ruhleben. Ja, das geht jetzt nicht. Müssen wir dann so machen, genau. Hoch. Der will dahin. Ne, das geht jetzt natürlich nicht. Das geht jetzt nicht. Da müssen wir das mal löschen. Das löschen. Den dahin. Den dahin. Und dann dahin. So. Jetzt fährt der wartet. Und der wartet natürlich auch jetzt. Warum wartet der? Hä, wie ist denn der da hingekommen? Wie ist der denn da hingekommen? Das ist ja lustig. Den kriege ich nicht da hoch. Dann fahre ich den da hin. Fahrplan anpassen. Gleis 3.
hoch. Fährt er da rein? Warum fahrt die jetzt nicht los? Der kann doch eigentlich da runter. Warum macht er das nicht? Warum fährt er jetzt nicht da runter? Wartet mal, der will 2. Der will Charlottenburg Gleis 4, aber warum? Warum macht er das jetzt nicht dahin und dahin? Der will dahin. Der muss warten. Der fährt. Der will nach Gesundbrunnen zurück. Hier müssen wir auch mal ein automatisches Signal noch hinstellen. Intercity nach Gesundbrunnen. Jetzt wird es aber ein bisschen unübersichtlich hier. Uiuiui. Der fährt raus. Der will nach Charlottenburg. Was ist mit ihm hier? Ins Depot. Nein, Quatsch, stopp. Das wollte ich stellen. Der will Gleis 4. Der will Gleis 2. Der will Heerstraße Gleis 1. Dass hier irgendwas schief geht. Der wird Gleis 5, ne? Gleis 5. Güterzug nach Grunewald. Der muss zurück nach Grunewald. Fahren wir erstmal dahin. Ich glaube, wenn wir das alles automatisiert dann haben, ist das auch viel, viel angenehmer. Der will dann auch zurück nach Gesundbrunnen. Der ist nicht das Problem. So, der Güterzug fährt hoch. Der will nach Ruhleben. Das heißt, wir müssen den erstmal hier reinfahren lassen. Die Regionalbahn steckt hier noch quasi fest. Muss mit dem Güterzug jetzt hier? Ach, der wäre nach Grunewald. Stimmt. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Der will auch da hoch. Der will zur Heerstraße Gleis 1. Können wir aber hier nicht langfahren lassen. Nee. Das funktioniert nicht. Mist. Doch, das geht, klar. Das geht doch, klar. Da lang, da lang, da lang, da lang. So. Perfekt. Da kommt die nächste Bahn. Der ist ja schon zurückgestellt. Genau, den müssen wir wenden. Der will nämlich nach Ruhleben. So. Der will nach Charlottenburg. Da lang. Und dann zum Berliner Hauptbahnhof. Genau. Der fährt hier unten ins Depot. Junge, Junge, die Gleise füllen sich. Das kann man jetzt aber schon mal. Uiuiui.
fährt. Der kann jetzt auffahren. Der will auffahren. Meine Güte. Der ist im Depot. Der fährt nach Berlin. Jetzt haben wir so ein bisschen Ruhe. Kommt gleich der nächste. Gleis 4. Der will ins Depot. So, jetzt machen wir aber erstmal folgendes. Automatisches Signal. Da eins hin. Hier auch. So, hier. Das geht noch nicht. Hier noch eins hin. Hier unten dann auch. Hier, hier. Überall. Alles erstmal hier mit Signalen aufwerten. Und das hier dann noch. Genau. Der hat die Fahrstraße, der noch nicht. Der fährt ins Depot. Der will zur Heerstraße. Der will auch ins Depot. Zack. Und der auch, ne? Ja, so. Perfekt. Drehen. Charlottenburg Gleis 3. Und Ruhleben Gleis 2. Na, da warten wir noch. Da warten wir erstmal noch. Genau. Jetzt wollte ich nur mal kurz gucken. Aktive Verträge. Was haben wir denn hier für Leichen noch drin hier? Der zum Beispiel, das ist der, ja gut, das ist der Güterzug. Den wollten wir behalten. Gut, der. Das ist der Güterzug. Den können wir mal rausschmeißen. Das jetzt nicht. Ja, der kann raus. Der kann raus. Ruhleben Gesundbrunnen. Ja, den schmeißen wir jetzt auch mal raus. Der ist lang genug gefahren bei uns. Der fährt, der hat die Fahrstraße schon gestellt und wir wollten doch hier irgendwo noch, hier wollten wir noch ein automatisches Signal hinstellen. Automatisches Signal, so. Und zack ist das Geld wieder weg. So schnell geht das. Wenden und wieder zurück. Wie gesagt, der hat ja seine Fahrstraße schon. Gucken. Pustekuchen. Charlottenburg 4. So. Zack. So, jetzt gucken wir mal kurz. Wannsee, Grunewald, Ruhleben. Ruhleben, Grunewald, Ruhleben. Auch. Okay. Ruhleben Heerstraße, Grunewald. Lehnen wir mal ab. Und das ist doch gut. Pflichtbahnhof Grunewald hatte ich ja eingestellt, genau. Ich möchte jetzt erstmal nur Güterzüge irgendwie abfertigen. Erstmal den.
Gleis 1. Einmal dahin. Der ist gleich fertig. Wie 89? 89 Minuten. Wow. Das ist heftig. Der fährt dahin. Ups. Übersehen. Aber wie gesagt, das ist schon eine Vereinfachung mit den ganzen Signalen. Gleis 1. Nein, 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 nein. Kann man eigentlich ans Depot auch ein automatisches Signal oder braucht man da diese Depotsteuerung? Wo war denn das? Wo war denn das? Depot, ja, oder irgendwas mit Depot. Hier. Okay. Der wartet da. Der ist fertig. Nehmen wir die nächste Bahn. Ne, die fahren ja alle da rein. Der fährt wieder zurück. Automatisierung des Depots. Das holen wir uns auch mal. Okay. Verbessern. Nahverkehrszug. Aha, aha, aha. Vorlauf 5 Minuten. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe es doch. Jetzt kommt er da raus. Okay. Was ihr mir auch manchmal in die Kommentare schreibt, ne? Es ist für mich echt teilweise echt fachchinesisch. Es ist, das soll ja jetzt nicht negativ sein, es ist ja echt nett gemeint von euch. Aber teilweise ist das für mich, ja, dann denke ich mir, oh, ob du das überhaupt irgendwann mal hinkriegst. Aber mit diesen automatischen Fahrstraßen, das war wirklich ein mega Tipp. Achso, der fährt jetzt auch raus, der will dann auch dahin. Der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig, der ist auch fertig, der wird Gleis 5, ja, der fährt ab und der ist ja schon gespeichert hier, jetzt fährt der da unten erstmal rein. Ach, guck mal. Nein. Nein, 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 nein. Ups. Fahr, Junge, fahr. Fahr. Wo ist der letzte Speicherpunkt? Okay, das ist ja noch vollkommen okay. Aber mal vollkommen okay. Der kann einmal da hochfahren, bitte. Okay, mit dieser automatischen Abfertigung, das muss ich nochmal gucken. Das ist nicht so einfach. Okay, ich würde aber sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Die Kollision hat mich dann rausgebracht.
Ja, wir haben automatische Fahrstraßen und mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.